hinten with a F9 Cougar. That's a fairly nice model from Evo, and he's doing a solo display right now. Ja, Josef, die lassen uns hier im Nebel stehen, ne? Ich sehe das als Imprägnierung. Ich kann da nicht mehr reden. So, ich würde sagen, es gibt nochmal einen ganz, ganz dicken Sonderapplaus für unsere vier Jungs. Klasse gemacht. Gut. Und euer Smoke-Öl riecht auch noch gut. Es ist ein Jet aus den Anfängen der Jetfliegerei. Da gab es ja mehrere Typen. Man hat dann auch gesehen, wie langsam aus der Propeller-Ära die Tragflügelgeometrie sich immer mehr gefeilt hat, um schneller zu sein. Ansätze sieht man hier bei der Kuga, die vom Fliegerfreund aus den aus Großbritannien hier gezeigt wird von Mark Hinton. Er fliegt Jettronics. Inside, also im Flieger. So, kriegen wir gleich nochmal den Versuch, Impeller. Ihr seid so stark bereit hier. War die Kuga auch auf Flugzeugträgern oder nur die Panther? Ja, die F9, Panther und Kuga die unterscheiden auch sich durch die Tragflächengeometrie. Der Rumpf ist der gleiche, das war ein trägergeschütztes Flugzeug der US Navy in den 50er Jahren. Und die haben sie zuerst nur Gastragflügel mit Außentanks geflogen und dann, um sie halt ein bisschen schneller zu machen, hat man einen neuen Tragflügel gebaut, eben in gepfeilter Form. Man sieht, es ist wie gesagt ein Jet der 50er, noch eine relativ große Tragfläche und beide waren sie stationiert auf Flugzeugträgern. Und war natürlich damals eine heiße Sache, weil die Dinger waren für die Landung relativ schnell und das einzelne Triebwerk war jetzt nicht unbedingt das allerstärkste. Das heißt, wenn da beim Start mit dem Katapult nicht alles 100% geklappt hat, dann war auch mal der ein oder andere Fehlstart drin, wo der Pilot dann relativ schnell raus musste, um nicht mit dem Flugzeug nachher unterzugehen. Ja, und deshalb fliegt der Mark hier mit dem Flieger mit geöffneter Kabinenhaube. Das ist also nicht, dass er seine Kabinenhaube sich nicht zuschieben lässt, sondern der Start und die Landung erfolgte wirklich mit geöffneter, mit nach hinten geschobener Kabinenhaube, damit eben, wenn da am Flugzeugträger was schief geht, der Pilot relativ schnell aus dem nachher dann im Wasser liegenden und sinkenden Flugzeug rauskam. Und die Steuersitze waren jetzt zu der Zeit auch noch nicht so die allerbesten. Ne? Also wie gesagt, war eine reine Schutzmaßnahme. Ist natürlich für uns als Modellflieger schön, wenn man die Kabinenhaube geöffnet hat. Jetzt im Flug ist natürlich zu, aber mal schauen, vielleicht macht es nachher zur Landung ja wieder auf. Ja, von der Farbgebung her könnte es fast so ein Zieldarstellungsflugzeug sein. Damit man das Ziel trifft und nicht das Flugzeug. Ja, guck mal, ist das eine kleine Sondervorführung, die wir hier sehen. Und dann geht es gleich weiter in den Slot. Wir versuchen auch jetzt gleich nochmal den Start eines Impeller-Jets. Ganz ohne Mikro. Ja, Josef, die orange Lackierung, die ist leider, die ist zwar schön für uns Modellflieger, aber leider meistens verwendet worden, wenn die Flugzeuge langsam ausgemustert worden sind. Menschen, die orange color, sadly enough, most of the time when aircraft got painted bright orange, military aircraft, they were basically retired from the active service and then, yeah, then they put a kind of remote control in it and so this aircraft, these retired aircraft in bright orange were then used for air defense training. So actually either they got fired with missiles or with anti-aircraft guns. So they were basically then wrecked by getting shot down. Very, very sad.
But for us as model builders and model pilots, the orange color is just awesome because it looks so nice in the sky above Bad Neuenahr. Mark just putting the landing gear down, so he's coming now with the speed brakes extended from the right to the landing approach. Ja, so wie es aussieht, Fahrwerk ist draußen. Erst nochmal die Landekurve, ja. Am Endpunkt dieser Kurve ist dann immer die Hauptbahn. Das macht er perfekt. Immer mehr anstellen, jetzt Fahrt rausnehmen. Ja, und der Übergang zum Rollen auf der Bahn, perfekt gemacht. Mark Hinton, dein Applaus. Many, many thanks to Mark Hinton.